Auf der Grenze zwischen Rheinland und Westfalen fand eine ganz besondere Veranstaltung statt, über die ich im Folgenden berichte. Trotz der Namens- und Produktnennung handelt es sich nicht um Werbung, sondern um eine Reportage über dieses Event. Der Märkische und der Oberbergische Kreis sind ländlich geprägte Lebens- und Arbeitsräume, in dem noch viele Landwirtschafts- und Kommunalbetriebe ihr Zuhause haben. Seit nunmehr über 65 Jahren produziert das österreichische Familienunternehmen Lindner Traktoren und Transporter für die Berg- und Grünlandwirtschaft sowie für den Forst- und Kommunaleinsatz. So verwundert es nicht, dass sich das innovative Unternehmen mit Neuheiten nicht zurückhält und die neuesten Produkte öffentlich vorstellt. In Verbindung mit dem in Frankreich beheimateten Unternehmen Norimat war es eine gute Gelegenheit, auf dem Händlertag in Halver die neueste Errungenschaft vorzustellen, ehe dass das neue Arbeitsgerät auf dem Demopark in Eisenach in der Zeit vom 23. bis zum 25. Juni 2019 seine Deutschlandpremiere erleben wird. Ja, wir sind hier in Halver Wüste. Wir stellen hier von der Firma Lindner die neueste Generation unserer Stufenlosfahrzeuge vor. Vom Nintrak 90 angefangen, über den Unitrak zum Nintrak 110 in verschiedenen Ausführungen. Einmal für die Händler und einmal für die Kunden in der Region. Speziell im Oberbergischen. Dann haben wir auch die Kommunen angesprochen, um da halt eben ganzjährigen Einsatz zu gewährleisten in den Bauhöfen und bei den Straßenmeistereien. Eine spezielle Maschine haben wir mit dem Lindtrak 110, mit dem Norimat Ausleger Mähgerät. Das sehen wir nachher auch noch in Aktion. Da ist die Besonderheit halt eben, dass wir eine Maschine haben, die wir im Sommer zum Mähen verwenden können und im Winter für den Winterdienst, universell einsetzbar, von Lindner und Norimat zusammen konfiguriert, dass wir eine einwandfreie Ausstattung bekommen und eine hundertprozentige Einsatzfähigkeit leisten können über gewisse Funktionen, die wir nachher noch sehen, über eine spezielle Kabine, wie auch eine spezielle Anpassung des Mähgerätes an das Fahrzeug. Wir haben auch heute zwei Kollegen von Norimat da, die speziell da auch den Einsatz zeigen können und uns da auch unterstützen in der Beratung. Wir machen haben eine Händlerschulung gemacht, wo die Händler hier die Möglichkeit hatten, sich über die neuesten Sachen zu informieren. Da speziell auch aus der Region, dann aber etwas ausgeweitet auf Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und einige Teilnehmer waren sogar aus Bremen und aus Wismar da. Hier sehen wir unser aktuellstes Modell auf uns zukommen, der Lindtrak 110 mit 113 PS. Die Lindtrak-Baureihe wird immer weiter erweitert. Auch die Vierradlenkung ist hier optional erhältlich. Aktuell jetzt in Geradeausfahrt wird der Kollege jetzt umstellen auf den Hundegang. Den kann ich links wie rechts fahren. Optional gibt es noch dann, oder nicht optional, bei der Vierradlenkung ist dann auch die Handsteuerung dabei, wo ich die Hinterachse separat zur Vorderachse steuern kann für extreme Hanglagen. Ausgestattet ist das Fahrzeug mit einer Voll-LED-Beleuchtung, wo wir jetzt gerade aktuell die Arbeitsscheinwerfer sehen. Das Produktionsprogramm des Herstellers wurde eindrucksvoll vorgeführt. Jedermann konnte sich am zweiten Tag von der Veranstaltung ein Bild von der Leistungs- und Innovationsfähigkeit der Unternehmen machen. Die Produkte überzeugten die Anwesenden und so war es nicht verwunderlich, dass von der Möglichkeit der persönlichen Beratung und den angebotenen Probefahrten reichlich Gebrauch gemacht wurde. Vom Umweltaspekt setzen wir auf die Stufe 3b, eine Abgasnorm aktuell noch. Das wird sich ändern. Wir gehen dann ab nächstes Jahr Sommer auf die Stufe Euro 5 mit AdBlue, um dem Umweltaspekt gerecht zu werden und die Abgasnormen erfüllen zu können. Und dann werden unsere kompletten Fahrzeugflotten umgerüstet. Die Unitrucks laufen jetzt schon unter der Euronorm 6c. Um auch im kommunalen Bereich und in der Schweiz halt eben die Fahrzeuge liefern zu können.
Und wir sind da ganz vorne mit den Motorenherstellern im Gespräch, dass wir immer aktuell auf dem neuesten Stand sind. Und in der gesamten Herstellung legen wir viel Wert auf die Umweltaspekte, dass wir da auch nachhaltig bauen. So sind wir da eins der Hersteller, der praktischen Schlepper auch wieder aufarbeitet. Also wir nehmen selber unsere Fahrzeuge in Zahlung, arbeiten die auf und verkaufen die dann als praktisch general überholt wieder ab Werk. Das ist für uns als Familienbetrieb ein wichtiger Aspekt. Wir verwenden von den Komponenten her Perkins Motoren, ZF-Getriebe und Bosch Hydraulik. Aus langer Liefertradition heraus, das ist seit 1963 bestehen, die Zusammenarbeiten mit den genannten Herstellern. Mein Name ist Jörn Kittel mit meinem Sohn Lars. Wir haben in Lüdenscheid ein Gartenlandschaftsbauunternehmen, gegründet von meinem Vater 1965. Wir sind heute hier, um uns mal noch parallel für einen Lindtrakt zu interessieren, der ergänzend zu den beiden jetzt bestehenden Maschinen dazu soll, um weitere Flächen besser betreuen zu können. Die Veranstalter konnten am Ende die Gewissheit mit nach Hause nehmen, eine interessante und innovative Veranstaltung geboten zu haben. Den Erfolg dürfen die Unternehmen mit Recht für sich verbuchen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann unterstütze unsere Arbeit mit einem Daumen hoch und teile diese mit deinen Freunden. Um keine weiteren Clips zu verpassen, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, und wir sehen uns bald wieder.